Hallo zusammen und herzlich willkommen. Mein Name ist Shalia Stevens und ich bin deine Wisdom in Business Mentorin und Advanced Transformative Coach. Und mein Thema ist, anderen dabei zu helfen, entspannten Erfolg zu erleben in ihrem Leben und in ihrem Business. Und in dem heutigen Video spreche ich mit dem wunderbaren Dr. Markus Pichelmeier aus Wien, würde man sagen, gell? Und wir sprechen heute einfach über seine Erfahrung im Coaching. Es geht um eine Kundenstimme. Und ich freue mich, dass du da bist, Markus. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Markus, wie du schon gesagt hast. Und nachdem es halt um Kundenstimmen geht, bin ich heute sozusagen die Kundenstimme. Und ich glaube, es werden ein paar Fragen kommen, was das unsere Zusammenarbeit betrifft. Ich habe dich ja kennengelernt früher mal in einem Ausbildungssetting, wo es um Trainer und Coaches gegangen ist. Und ich habe interessanterweise später mal einen Kontakt gekriegt zu dem Thema Marketing. Und eine Freundin von mir hat mir den in die Hand gedrückt und gesagt, ja, das ist die Shalia, der ist eine Expertin im Thema Marketing und ist so gut, mit der musst du dich unbedingt zusammentun. Und ich habe mir dann lang die Visitenkarten liegen gehabt in der Schublade. Und dann habe ich es einmal herausgezogen, ja, und so ist es dazu gekommen, dass wir miteinander gearbeitet haben. Ja, wir haben fast 10 Jahre gehabt zwischen der Ausbildung in Wien, gell, und die Zusammenarbeit. Vielleicht magst du einfach ein bisschen erzählen, wer du bist, was du machst in deinem Business überhaupt, dass man dich kennenlernt. Ja, also mein Business zu beschreiben ist nicht so einfach, weil ich mehrere verschiedene Säulen habe. Eine davon ist Psychotherapie. Die andere ist der Bereich Coaching und ich habe dann auch noch eine Säule, das ist das Seminarwesen und ich habe ein NLP-Ausbildungsinstitut begründet und biete NLP-Ausbildungen an, wobei die Inhalte jetzt gerade so ein bisschen im Wandel sind, weiß nicht, ob das in Zukunft dann auch so sein wird und habe aber bemerkt, dass ich zwar auf der einen Seite sehr gut bin in dem, was ich tue, also ich bin echt überzeugt von dem. Auf der anderen Seite ist allerdings die Marketingfrage immer, es gibt ganz große Institute, gerade der Markt, NLP ist überlaufen mit unterschiedlichen Instituten, jeder will NLP-Trainer sein und die Seminare verkaufen. Und da einen Weg zu finden, wo es darum geht, Marketing zu machen, auf eine leichte Art und Weise, ist etwas, das mir so noch dazu gefehlt hat. Und ich habe immer getan und getan und getan, bis wir uns kennengelernt haben. Ja, das war ein sehr eleganter Übergang zu der nächsten Frage, nämlich, was war deine erfundene Ausgangssituation, als du nach einem Coach gesucht hast? Wo warst du und was wolltest du verändern? Meine Ausgangssituation war die, dass ich zwar gute Produkte zur Verfügung habe, aber Marketing für mich immer so etwas war, das ich machen muss und so. Also das war immer so mit einem Müssen verbunden. Und eigentlich habe ich davon das meistens sehr intuitiv gemacht, also so, was mir gerade eingefallen ist. Und ich habe dann kostenlose Einstiegsseminare angeboten, die 2 Stunden gedauert haben, damit die Menschen mich kennenlernen. Und bin dann so von einem 2-Stunden-Seminar ins andere gehüpft und habe dort 2 Stunden und so weiter. Und habe für jeden, der das irgendwie eine Gruppe auf die Beine gestellt hat, 2 Stunden gratis NLP-Einführung gemacht. Und das geht einfach zeitlich nicht aus. Ja. Mit Therapie, mit Coaching, mit den Seminaren. Ich kann nicht 2 Stunden einfach kostenlos überall hüpfen. Ich nenne es bewusst mit dem Begriff hüpfen, wo ich einfach angefordert wäre, sondern ich habe mir auch nie aktiv Gedanken gemacht um meine Zielgruppe zum Beispiel. Und ich habe gewusst, ich brauche jemanden, der sich speziell im Marketingwissen auskennt. Und ich brauche nicht irgendein Marketinginstitut, das mir eine Kampagne auf die Beine stellt, weil das kennt die unter Umständen vielleicht zur Warnung machen, sondern ich brauche irgendwie jemanden, der mir durch einen Prozess führt, wo am Ende klar ist, wer sind meine Kunden, was tue ich mit dem Kunden, wie, was für Dinge sollte ich auch noch tun, die ich selbst nicht berücksichtige. Das ist ja, weil wenn ich mit Marketing nicht auskenne, dann glaubt man halt, man muss halt viel im Facebook und so tun. Aber ob das dann eine Wirkung hat, wie das messbar ist und so, das ist immer so eine schwierige Sache für mich gewesen. Und da habe ich gewusst, ich brauche jemanden und so bin ich dazu gekommen. Zu dir. Ja. Und das war die Ausgangssituation am Anfang. Also es hat ein Business, es gibt das Business läuft, es läuft einigermaßen gut.
Aber ich war unzufrieden damit, weil so viel Zeit in Marketing aufgegangen ist. Und ja, das war die Ausgangssituation. Ja, sehr gut. Ja, und wir beide haben den Prozess gestartet und haben es gewagt, gemeinsam so eine ganze 6 Monate Zeit zu verbringen. Und was ich immer so spannend finde in jedem Coaching-Prozess, und vielleicht geht es dir genauso, Markus, weil du hast ja auch therapeutische Zusammenarbeit, aber Coaching-Zusammenarbeit mit Kunden. Dort, wo man beginnt, kann sein, dort, wo man endet. Es kann aber sein, in 6 Monaten, dass da, wo man beginnt, ein völlig anderer Weg sich zeigt auf dem Weg, oder? Aha, ja. Und mich würde einfach interessieren, oder vor allem für diejenigen, die zuhören, was ist geschehen in diesen 6 Monaten und was ist gekommen? Also es gibt die Erwartungen, wo man startet und was tatsächlich passiert. Du hast das ja schon vorweggenommen. Ja? Also, so dieses auf der einen Seite starten und dann war ganz woanders zu enden. Ich kann mich erinnern, die erste Aufgabenstellung hat darin bestanden, es ist gegangen, eine Zielgruppenanalyse zu kriegen und zu schauen, wer ist überhaupt meine Zielgruppe, beziehungsweise nicht zu schauen, auf der anderen Seite zu schauen, wer ist da, weil es gibt ja E-Mails-Verteiler und so, die meisten Leute haben sowas ja. Ne? Aber hinzuschauen, welche Zielgruppe passt denn auch zu meinem Produkt oder mit welcher Zielgruppe möchte ich gern arbeiten, so dieses Hinspüren. Und ich habe dann begonnen, Zielgruppenanalyse zu machen und habe dann Fragebögen designt und habe dann Fragebögen ausgeschickt und haben wir Zielgruppen definiert und so. Und ich habe getan und getan und getan. Und du hast dann in Uncoaching so eine Metapher erzählt von einer Schneekugel. Und es sagt, das Ding, den Weg, den Marketing oder was auch immer du noch brauchst, steht in der Mitte drinnen. Und du erlebst mich so, als würde diese Schneekugel die ganze Zeit nur schütteln und schütteln und das Ding da drinnen nicht sehen. Ich habe dann gedacht, ich war dann von dieser Metapher sehr berührt, bin dann heimgegangen und habe weitergeschüttelt. Und habe weitergeschüttelt und habe gemacht und getan und so. Ich habe ein paar Wochen später war interessanterweise, es hat so gut gepasst, ist ein Paket angekommen von einem Versandhandel, wo nicht nachvollziehbar ist, wer das bestellt hat oder der Absender ist. Und es war ein englischsprachiges Buch und es hat geheißen The Space Within. Und ich habe begonnen, dieses Buch zu recherchieren. Erstens, ich habe es nicht bestellt. Und habe gedacht, wo kommt das Buch? Und dann habe ich schon in der Praxis meine Kollegen und Kolleginnen alle gefragt, hey, du, hast du das Buch oder du? Und so. Und ich habe dann nicht gewusst, woher das Buch gekommen ist. Und das habe ich begonnen zu lesen. Und habe erst dann später im Laufe der Zeit erfahren, dass ich das Buch von dir geschickt gekriegt habe. Und dann habe ich gedacht, okay, das lese ich jetzt einfach einmal. Ja. Und so war ein Agenda-Punkt auf meiner To-Do-Liste. Ja. Und ich habe mir dann die Zeit genommen, um auf die Donauinsel zu fahren und dieses Buch zu lesen. Und da sind ein paar Sätze drin gewesen. Aber prägende Sätze, die ich jetzt am Handy gespeichert habe. Also ich habe das aus Buch rausfotografiert. Und es hat so drin gestanden, so Sätze wie, du bist niemals mehr als einen Gedanken von zu Hause entfernt. Und so Sätze wie, je mehr Persönlichkeitsentwicklung du machst und je mehr du, und ich habe das so rein interpretiert, schüttelst, umso weiter entfernst du dich von dir selbst. Und es hat mich dann unheimlich berührt und die zum Nachdenken gebracht. Aber nicht nur zum Nachdenken, ich bin auf der Donauinsel gesessen und habe dann geweint eine Zeit lang. So diese Erkenntnis, dass ich gar nicht so viel tun muss. Und bin dann draufgekommen, dass das eine gute Idee ist, ein bisschen in Ruhe reinbringen zu lassen. Ja, und dann habe ich weiter geschüttelt. Ja. Wieder weiter geschüttelt. So. Schütteln macht ja auch so Spaß. Ja, 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 schon, aber ich muss ja noch. Und so, diese Kampagne. Ich hab für dich nur meinen Schneekugel dabei heute gehabt. Ich habe gewusst, dass du sie da stehen hast. Es gibt in Wien übrigens ein Schneekugelmuseum.
Das nee, ne? Ja, es gibt. Okay. Ich war noch nicht dort, aber ich gehe da garantiert hin. Wir gehen zusammen, und, wir gehen zusammen. Ja, das können wir machen. Ja, und dann habe ich, weitergeschüttelt und so. Und dann haben wir, das war schon das Abschlusscoaching, so dieser 4 Stunden VIP-Call. Ich weiß nicht, dass es genau, ich habe während dieser Corona-Phase die gesamte Webseite komplett designt, mit Testimonials aufgenommen von 11 Leuten und die Erlaubnis dafür eingeholt und so. Also das war wirklich viel, was ich da gemacht habe. Und du sagst dann so in der Vorbereitungen für diesen VIP-Call, ja, das Webinar kannst du auch gleich machen und du, vielleicht kannst du schon an 6 Personen so also testen. Und ich meinte, dann habe ich gesagt, nein, das ist mir zu viel. Und dann hast du mir zwischendurch auch noch einen Link geschickt zu diesem Mein geheimes Leben, das ist diese diese Online-Veranstaltung, wo halt unterschiedliche Trainer, Coaches und ganz erfolgreiche Menschen darüber gesprochen haben, wie es ihnen gegangen ist und wie sie das bewältigt haben. Und ich habe gedacht, okay, jetzt schickt mir die Shalia schon so einen Gratis-Zugang zu dieser Veranstaltung. Den muss ich mir auch anschauen, also als Agenda-Punkt auf meiner To-Do-Liste. Und ich habe dann begonnen, diese Videos dort zu schauen und erzählen alle Trainer, Coaches, Therapeuten von einem Leben davor und einem Leben danach, von diesen 3 Prinzipien. Und dass sie vorher auch so geschüttelt haben, also zumindest habe ich mich dazu wiedergefunden. Und der erste erzählt so von dieser Sache, so 4 Stunden in der Früh meditieren, 4 Stunden am Abend meditieren und sich da zu trainieren, auch bei nach jeder REM-Phase in der Nacht aufzuwachen, um die Träume niederzuschreiben und so. Und ich bin dann gestanden, das könnte ich sein. Ja? Also wenn du mir sagst, ich muss mich so trainieren, dass die REM-Phasen aufwachen, dann darf ich das tun, ne? Das ist kein Thema. Und habe mir dann gedacht, ja, okay, aber das ist auch nur Schütteln. Und ich habe mich dann wiedergefunden und er hat gesagt, ja, er hat das Leben davor, nach den Prinzipien, schaut jetzt ganz anders aus und beschreibt, wie toll und wie ruhig es im Leben geworden ist. Und ich habe dann daraufhin unheimlichen Ärger gekriegt und war total wütend drauf, weil die anderen tun das ja und ich habe das nicht geschafft oder schaffe das nicht oder strampel dann immer und so. Woraufhin ich dir E-Mail geschrieben habe und gesagt habe, ich will alles, was im letzten Coaching-Call passiert, an Marketing-Aktivitäten einfach streichen und über diese 3 Prinzipien reden. Also die Kurzfassung dessen, wie der Prozess gelaufen ist. Also startend von Marketing-Coaching und kriegt, habe ich aus meiner Sicht was, was viel wertvoller ist. Ich sage dazu, ich habe jetzt da ich kümmere mich gerade jetzt nicht ums Marketing. Es ist in letzter Zeit passiert, dass in den Seminaren schon Leute, trotz Corona übrigens, ich 6 Leute gehabt habe in einer praktischen Ausbildung, die irgendwie so über alle Ecken einfach so gekommen sind. Und in mir beginnen es gerade so Impulse spürbar zu werden, viel kleiner zu machen, nicht auf Masse zu setzen, vielleicht sogar mit dem Preislichen mehr als überdurchschnittlich zu sein und darauf halt das zum USP zu machen. Also es sind jetzt alles Ideen, die ich aber jetzt noch nicht aufgreife, weil ich das Gefühl habe, ich brauche jetzt einmal so ein bisschen Zeit, um bis der Schnee sozusagen in der Schneekugel auf den Boden sinkt. Genau. Ja. Also, wenn du sagst, manchmal kriegt man was anderes. Für mich ist es sehr wertvoll, dieses Geschenk gekriegt zu haben, weil ich glaube oder weil ich davon überzeugt bin. Also, das war eh sehr hartnäckig, ne? So 3 verschiedene Impulse, bis sie dann, jeder Impuls hat seine Wirkung gehabt, aber irgendwie noch ein Schütteln war doch stärker. Und ich genieße es schon sehr, mehrmals zu schütteln. Ja. Und natürlich wird Marketing passieren, es passiert da jetzt im Moment, aber es hat halt eine andere Qualität. Es ist nicht das 700. Facebook-Posting, das
wo nichts dahin, oder wo keine Energie drinnen steckt, sondern es ist halt viel gezielter und viel weniger und es kommen schon laufende Impulse. Ja. Ja, und wenn du so redest, was ich heraushöre, ist ja so ein Leben, ein Business von einem anderen Ort herauszuführen. So dieses aus der Ruhe heraus. Gegenüber, ich auch übrigens in meinem Business vor einigen Jahren, so diese unglaubliche Aktivität und Beschäftigung und Gedanken und Strategien und machen und tun die ganze Zeit, dieses Herumwirbeln in der Welt und genauso im Innen diese Aufwirbelung zu spüren. Und ja, wenn du so sprichst, ja, ich spüre diese andere Qualität des Seins und des Tuns. Ja. 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 Warum ich diese Kundenstimme-Videos mache, überhaupt, ist deswegen, weil es Menschen da draußen gibt, die folgen mir eine Zeit lang auf verschiedenen Medien, von E-Newsletter über Social Media, haben mich irgendwo bei Online-Kongressen gesehen. Und es gibt da draußen am Markt so viele Menschen, die sich mit Marketing beschäftigen für Dienstleister, für Coaches, Trainer, Berater und Co. Und sie sind gerade am in sich gehen und zu versuchen zu verstehen, wer passt am besten zu mir. Und mein Ansatz ist ein ganz anderer. Ich würde behaupten, einerseits, ich komme aus dem Marketing, mit also 25 Jahre lang im Online-Marketing tätig, aber auch dieses Bewusstsein, worüber du sprichst, ist ein ganz, ganz wichtiger Teil von meinem Coaching geworden. Und meine Frage an dich, Markus, ist einfach so aus der Stegreif heraus, du hast wahrscheinlich noch gar nicht überlegt dazu, aber was würdest du den Menschen sagen, die das überlegen und die sagen, ja, also wie könnten sie erkennen, dass ich die Richtige bin für sie? Ich glaube, dass es darum geht, hinzuspüren, na, pass auf einmal, das Erste, ich sage dir, was mich dann gereizt hat, vielleicht kann das hilfreich sein. Ja? Mhm. Ich war auf der Suche nach jemandem, der zwei Dinge miteinander verbindet. Das Erste war Marketing. Aber ich wollte keine Werbeagentur haben, sondern jemanden, der eine Ahnung von Marketing im Hintergrund hat, aber ganz spezifisch auf mein Geschäftsfeld eingeht und es runterbricht auf Dinge, die ich entweder tun kann oder Dinge, die ich verstehen kann. Und ich glaube, dass es vor allem für jemanden da draußen, der oder diejenige, sie mit Marketing kämpft, aber auch schon Erfahrungen gemacht hat. Ja. Also ich glaube, dass das auch wichtig ist, vorher schon ein paar Erfahrungen gemacht zu haben. Ja. Sehr hilfreich ist, jemanden an der Seite zu haben, der wirklich sie einerseits im Bereich Marketing auskennt. Aber wenn ich denen da draußen dazu empfehlen darf, gute Idee ist es auch, jemanden zu haben, der ein bisschen Ahnung hat von Coaching-Tools, wie ich gehe mit Menschen um, der nicht nur hinschaut auf meine Marketingstrategie, sondern auch, wie geht es mir als Person damit? Und das halt widerspiegelt und diesbezüglich Angebote macht. Und damit glaube ich, dass viele Menschen da draußen, die so als, vor allem im Einzelunternehmensbereich mit ihrem Marketing auf Kriegsfuß stehen, sage ich mal, mit dir gut bedient sind, weil du diese zwei Sachen miteinander vereinst. Und das eine hat mit dem anderen aus meiner Sicht da keinen Nutzen, ne? Weil ein reines Coaching zu machen ist eh nett, ja, aber das geht zu sehr in die psychologische Richtung. Und eine reine Marketingbelehrung zu machen, ja, da bin ich mit einem E-Learning-Kurs besser bedient. Ja. Und was ich der Erfahrung gemacht habe, war, dass ich in den Coachings manchmal, ich nehme das Beispiel mit dem Marketingkuchen, ja, so, welche Marketing-Segmente werden bedient? Und ich habe mir zu jedem irgendwas überlegt und bin dann reingegangen und habe mir gedacht, naja,
alles auf einmal und so, und du hast das mit mir so gut durchstrukturiert und runtergebrochen, und zwar auf Art und Weise, wie ich es gebraucht habe, und das finde ich super genial, und sowas bringt wahnsinnig viel auf der Ebene des im Geschäftsfeld, was weitergeht, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite auch, dass mir damit gut geht. Und ich glaube, da bist du wirklich gut drauf, und das ist was mir besonders gut gefällt. Weil es zu sehen, dass ich die ganze Zeit tue, ist etwas, was andere Menschen meistens beeindruckt, aber noch von ganz wenigen Menschen so hinterfragt worden ist wie von dir. Und ich glaube, dass das auch manchmal braucht. Also ich habe die Empfehlung drauf, für alle, die da draußen sind, nimm die Schiller nur down, wenn du mutig genug bist. Ja. Nicht nur auf die Strategie hinzuschauen, sondern auf das Ganze. Und ich gebe da den zweiten Tipp mit: weniger solltest du dich nicht zufrieden geben. Super schön. So, vielen Dank. Das ist so lieb. Vielen Dank. So schön gesagt und erklärt und auf den Punkt gebracht. Ja, ich finde es immer spannend, wenn jemand mehr über dich erfahren möchte, Markus. Und Sie haben heute gehört, wie du gesprochen hast. Wo finden Sie online über dich? Wo können Sie deine Ausbildungen anschauen und über dich mehr erfahren? Also meine Standard-Website ist www.infip.at. Das ist die Abkürzung für Institut für Integrative Persönlichkeitsentwicklung, infp.at. Oder momentan habe ich noch NLP for All, wobei dieser vor als Vierer geschrieben ist, so NLP4ALL.at. Da findet man mich auf jeden Fall. Und ich bin halt für alles an Persönlichkeitsentwicklung zuständig. Wenn es nicht allzu sehr ins Marketingbereich geht, weil da schickt es nicht zu dir. Sehr, sehr gut, sehr gut. Vielen Dank für diese wunderschöne 6 Monate Zusammenarbeit. Bitte gern. Ich sag wertvolle danke. Zeit heute auch, und dass du deine Erfahrungen mit anderen teilst, das ist sehr nützlich und hilfreich für anderen, wirklich. Und wir sehen uns heute Abend, denn Markus macht weiter bei dem Insight Circle. Wir werden das nächste Jahr zusammen verbringen, und ich freue mich schon sehr drauf, dass wir noch einander haben für das nächste Jahr. Tschüss. Tschüss, Papa.